In der schwedischen Metropole Malmö ist ein Mann von der Polizei im Hauptbahnhof niedergeschossen worden. Er hatte sich mit einer großen schwarzen Tasche in die Mitte der Halle gestellt und gerufen, er sei bewaffnet und werde nun den Hauptbahnhof in die Luft sprengen. Jasmin Lind war in einem Bahnhofsrestaurant. Die Polizisten standen in einem Kreis um ihn herum. Er hielt die Tasche hoch und dann waren da auch schon die Schüsse. Ich weiß nicht, wie oft sie geschossen haben, aber vielleicht 4 oder 5 Mal. Schwedischen Zeitungen zufolge wurde dem Mann in die Beine geschossen. Trotz seiner Verletzungen habe er sich bei seiner Festnahme extrem aggressiv gezeigt. Der Bahnhof in Malmö wurde weiträumig abgesperrt.